Bist du bright wie ein Otterschwanz? Oh ja. Oh ja, Miss Sophie. Oh, wir gerade dabei sind. I'm bright like an Otterschwanz. Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer wunderbaren Sendung. Wir sind hier kurz vor der Walpurgisnacht. Und da darf man ja nicht einfach so dahin gehen, da muss man ja sich Mut antrinken. Muss man vorglühen, ne? Ja, und das ist der 30. April. Und am 30. April, wer hat der Geburtstag eigentlich, sag mal? Zeige ich euch jetzt. Am 30. April hat... Sie ist keine Hexe, Kirsten Dunst Geburtstag. Kirsten. Wir kennen sie natürlich aus dem Spider-Man-Film. Ne? Also, die hatte am 30. April 1982 Geburtstag. Ja, Kirsten Dunst und wie ich schon gesagt habe, Walpurgisnacht, bilden wir ein hier, zacki zacki. Zacki zacki, Walpurgisnacht. Ja, das ist die Walpurgisnacht. Guck mal, die ganzen nagischen Mädels machen einen auf Hexe. Also so eine Walpurgisnacht habe ich irgendwie noch nie gesehen, aber ich finde die Idee gut. Ich finde gut, wie die denken, die Mädels. Ja, ja, durchaus. Also ja. Kann man mal machen. Ja. Ne? Heute ist die Walpurgisnacht, da geht's richtig Hexe, 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 Hexe. Bibi Blocksberg. So. Bibi Blocksberg. Nee, das war Genie. Ja, aber Hex, Hex? Ja. Was war noch am 30. April? Naja, etwas wirklich Entscheidendes. Ohne diesen Tag, am 30. April 1993, könnten wir uns hier gar nicht sehen. Denn da an diesem Tag wurde das WWW freigegeben. Das World Wide Web. Zur am 30. April? Ja, zur allgemeinen Benutzung wurde es an diesem Tag freigegeben. In welchem Jahr nochmal? 1993. 1993 wurde das Internet freigegeben, ja. WWW ja. Und so weiter. Kannst du dich noch erinnern, wie wir damals mit dem Modem rein sind? Geil, und nach 3 Minuten war diese Seite endlich aufgebaut. Das war klasse. Das Aufbauen der Seite hat schon, also erstmal überhaupt ins Internet reinzukommen, hat lange gedauert. Und ich habe immer so ein Kabel gezogen zum Telefonstecker, den dann reingesteckt und dann halt von meinem Modem irgendwie da in meine Dose reingesteckt und dann konnte man aber nicht telefonieren währenddessen. Das Telefon war richtig, ja dann tot, richtig. Das war besetzt dann genau. Immer. Genau, ja, genau. Und dann haben wir AOL-Minuten gehabt. Ja. Da hast du irgendwie 100, furchtbar. Da hast du 100 AOL-Minuten frei gehabt. Ja. Und wenn du die 100 Minuten, die gingen da alleine nur durchs Einwählen drauf. Das stimmt. Und dann hast du 100 AOL-Minuten frei und dann hieß es irgendwie, Sie haben Post. Sie haben Post. Ja, genau. Und das war das Internet früher. Dann Boris Becker. Ja, bin ich schon drin oder was? Hä? Das war ja einfach. Ja, genau. Das war der Boris. Der hat dafür AOL-Werbung gemacht. Ja, das war der 30. April. Das war 30. April. Walpurgisnacht, ja. WWW und hier die Dunst hat Geburtstag. Ich gehe jetzt mal los und guck mal, ob ich noch ein paar von diesen Walpurgis-Mädels da draußen irgendwo erwische. Ja. Ich trinke mir noch ein bisschen Mut an. Ja. Komm, ich stoß nochmal an. Ne? Hier, cheerio. Auf euch, Mädels. Ihr seid die Besten.